Servus ihr Lieben, hier ist wieder Annette, euer Medium mit Herz, mit dem Pink Spirit Talk. Mit Pink Spirit stehe ich für humorvolle, lebensbejahende und geerdete Spiritualität für jedermann. Mit meinem Geistführer Gibi an meiner Seite bringen wir gemeinsam Leichtigkeit in das Thema geistige Welt. Unser Motto ist, Spiritualität soll alltagstauglich werden. Hallo ihr Lieben, es ist wieder Samstag und es ist Pink Spirit Talk Time. Ich hoffe, die Stimme hält jetzt noch ein bisschen aus. Es ist jetzt Freitagabend, 21.36 Uhr. Morgen früh geht der Podcast online. Ich habe jetzt extra so lange gewartet, um den Podcast irgendwie mit meiner Stimme hinzubekommen. Das im Vorfeld, deswegen wundert euch nicht, wenn die Stimme so malat sich anhört. Ich war jetzt über Woche erkältungsmäßig wirklich gebeutelt. Aber ich wollte nicht nochmal keine Folge online stellen, deswegen müsst ihr jetzt mit meiner Stimme Vorlieb nehmen und es wird dieses Mal vermutlich auch keine lange Folge, weil ich nicht weiß, wie lange die Stimmbänder durchhalten. Ja, dank der Erkältung habe ich jetzt einen Corona-Test hinter mir. Ich bin negativ, ich war noch nie in meinem Leben so froh negativ zu sein. Also bei mir ist alles safe. Genau. Ich werde heute in dem Podcast auf Frage eingehen. Zum einen habe ich jetzt noch einige Rückfragen zu den pink-peruanischen Rauhnächten bekommen. Der erste Schwung an Notizbüchern ist raus. Die müsste eigentlich in den nächsten Tagen bei euch zu Hause sein. Also alle Bestellungen, die bis zum 25.11. da waren, wurden versorgt. Bis mittags, 25.11. Der Rest wird jetzt am Wochenende, wie mir Anfang nächster Woche rausgehen. Ja, und da gab es jetzt noch einige Fragen. Was ich noch zu den Paketen sagen musste, lache ich jetzt schon. Für alle Schweizer Freunde, ich darf in die Schweiz aktuell wohl keine Pakete in dem Sinn schicken. Ich darf euch Dokumente zustellen und da ich als das Notizbuch als Dokument sehe und die Post auch, habe ich die Dokumente brav ausgefüllt, die ich dafür ausfüllen muss und ich hoffe, die Notizbücher kommen bei euch an. Wäre cool, wenn die Schweizer mir Rückmeldung gäbe. Nach Österreich war es kein Problem und Deutschland sowieso nicht. Ja, die eine Frage, die mich zu den pink-peruanischen Rauhnächten erreicht hat, war, wie das ist. Das Ganze findet ihr auf Facebook statt. Da gibt es dann die pink-peruanische Rauhnächte-Gruppe. Das ist eine geschlossene Gruppe, wo eben nur die Menschen reinkommen, die dieses Paket bei mir gebucht haben. Der Link bekommt ihr dann Mitte Dezember zugeschickt mit allen Informationen nochmal. Und da war die Frage, weil es ist ja so, dass ich in diesem Paket einmal am Tag live bin auf Facebook, wo ich die Impulse für den Tag euch mitteile. Also ihr bekommt ja, jetzt muss ich nochmal zurückspulen, das heißt, man bekommt ja ab dem 24.12. täglich werde ich in dieser Gruppe ein sogenannte PDF hochladen, wo einfach auf dem Dokument so die Impulse für den Tag stehen, für was der Tag steht, für welchen Monat, welche Rituale man leben kann. Wie ich, letztendlich werde ich euch mitnehmen auf der Reise, wie ich durch die Rauhnächte praktisch immer gehe. Und zu der PDF eben werde ich einmal am Tag live gehen, wo ich, wie gesagt, die Impulse euch mitteile, die ich bekomme von der geistigen Welt für den Tag. Ich werde euch, wenn Gibi Botschafter hat, euch die Botschafter von Gibi wissen lassen. Und, Entschuldigung, da müsst ihr jetzt durch. Ich kann nicht schneiden, wie ihr wisst. Und ich werde täglich eine Karte ziehen mit Gibi und euch die Impulse weitergeben. Jetzt war natürlich die Frage, und das konnte ich verstehen, wie das ist, wenn man jetzt nicht zu der Zeit, wenn ich live bin, selbst live geht, wenn man das Paket hat. Es ist so, dass wenn ich live war, ich dieses Video speichern kann und das Video kann jederzeit von euch abgerufen werden. Sprich, wenn ich zum Beispiel am 25.12. live war und du aufgrund von Weihnachtsfestivitäten, was man ja durchaus verstehen kann, nicht die Zeit hast, es direkt online zu sein, kannst du entweder abends abrufen, du kannst noch am nächsten Tag abrufen. Das Video bleibt in diesem, du kannst praktisch noch nach 4 Wochen abrufen. Also die Videos, sorry, dass ich euch heute so voll rotze, geht nicht anders. Also die Videos sind dann noch jederzeit nachträglich abrufbar.
Die nächste Frage war, ob wirklich jeder eine individuelle Botschaft von Gibi bekommt. Ja, das wird jetzt jeder. Einige kennen es sicher von euch untereinander, dann werdet ihr das sehen. Ich habe mich wirklich zu jeder Person mit Gibi verbunden und Gibi wiederum mit eurem geistigen Team und habe die Informationen in Kurzform in das Buch, in das Notizbuch geschrieben. Und da Gibi mich immer wieder aus der Komfortzone holt, habe ich bei jedem noch passend zu der Botschaft ein Bild gemalt. Und jeder, der mich kennt, weiß, dass ich nicht malen kann. Also schon Malen nach Zahlen war als Jugendliche Herausforderung. Aber ich bin aus meiner Komfortzone. Für alle, die dabei sind, das Bild ist nicht schön, aber es kommt von ganzem Herzen. Genau, das war so die Frage, die mich dazu erreicht haben. Ihr werdet im Vorfeld eine E-Mail nochmal bekommen, wo ich nochmal so empfehle, was man sich vielleicht im Vorfeld, ja, was vielleicht noch an Räucherwerk gebraucht wird oder was ich empfehle und. Also ich freue mich mega drauf. Ich habe das Gefühl, das wird echt richtig geile Aktion. Es geht auch schon ab wie Schmitz Katze. Also der freut sich wie Schnitzel. Und ich freue mich auch mega, euch einfach dort begleiten zu dürfen und euch einfach auf meiner Reise mitzunehmen, wie ich als Medium durch diese Rauhnächte gehe. Mit der geistigen Welt natürlich, in meinem Fall, also ganz präsent. Genau, dann hat mich die Frage erreicht von der liebe Karin, die ich hier grüßen darf, weil ich weiß, dass ich, jetzt gehe ich nochmal zurück, die Karin aus Österreich, meine Gute, die hat gefragt, ob ich eine Vorschau auf die pinke peruanische Rauhnächte nochmal geben könnte. Es gibt hier ein Video dazu in YouTube, nochmal in Kurzform. Die pink peruanische Rauhnächte so hin so aus, dass ihr, wie ich eben schon erklärt habe, jeder ein Notizbuch von mir zugeschickt bekommt. Dieses Notizbuch kann man zum einen dafür nutzen, für die Impulse, die ihr jeden Tag von mir bekommt, also dieses PDF, dieses in Anführungszeichen Arbeitsblatt, wo ich euch Fragen mitgebe, wo es viel um Reflexion geht, wo es ums die Vision 2021, was möchte ich in dem Jahr erreichen, welche Visionen habe ich, wie setze ich um, was möchte ich noch loslassen und. Das wird ihr jeden Tag bekommen und dann kann man das Buch auch als Traumtagebuch nutzen. Es sind ja in diesen Nächten, ne, wird ja auch gesagt, man träumt viel und das kann ich nur bestätigen, aber da möchte ich jetzt gar nicht so viel verraten, sondern die ganze Information kriege ich exklusiv eben die Teilnehmer der Pink Peruanische Rauhnächte, da muss man jetzt auch fair bleiben. Das Notizbuch kommt, wie gesagt, es wird eine geschlossene Gruppe in Facebook geben, weil das ist so das beste Medium fürs Medium. Und in dieser geschlossenen Gruppe kann immer ein reger Austausch stattfinden. Ich werde einmal am Tag live gehen. Ich werde es immer euch wissen lassen, morgens, wann ich an dem Tag live sein werde. Wie eben schon erklärt, ihr müsst nicht zur gleichen Zeit online sein. Ihr könnt euch das am Nachhinein angucken. Wer gleichzeitig live ist, wenn ich live bin, kann natürlich jederzeit Frage stellen um die Rauhnächte oder wenn er noch Unterstützung braucht. Also das wird täglich passieren. Und so werde ich euch aktiv durch die Rauhnächte begleiten. Also wie gesagt, ich bin da nah an euch dran. Ihr seid einmal live bei mir, sozusagen virtuell. Und ja, Gibi freut sich wie Schnitzel. Also es ist wirklich so dieser Brauch, Altes im alten Jahr zu lassen und Neues fürs neue Jahr zu aktivieren. Und damit lasse ich jetzt gut sein. Die nächste Frage, Entschuldigung, kam von der liebe Karin aus der Schweiz. Liebe Grüße, beide Karins, ne? Wir sehen uns bei der peruanischen Rauhnächte. Ich hoffe, das geht jetzt nicht gegen den Datenschutz, aber ich freue mich mega, dass ihr dabei seid. Sie hat mich gefragt, jetzt muss ich nochmal kurz das Handy, deine drei schönsten Erlebnisse in deiner Arbeit. Ganz ehrlich, ich habe mir jetzt, seit ich die Frage gelesen habe, vor 2 Stunden Gedanken gemacht, aber da ich mega dankbar bin, diesen Arbeit machen zu dürfen. Ich bin so beschenkt mit dem, was ich tue, dass für mich jedes Erlebnis wunderschön ist. Jeder Mensch, mit dem ich arbeiten darf, der mir das Vertrauen schenkt, zu mir kommt, mit dem ich online arbeite, am Telefon. Jeder Mensch, der zu mir in den Zirkel kommt, ob online, ob Präsenz,
Jeder Mensch, der bei mir in einen Workshop kommt, also jeder Mensch ist so kostbar und jeder Mensch, der mir das Vertrauen schenkt, das ist so eine Ehre, das ist mit Geld gar nicht bezahlbar. Wisst ihr, wie ich meine? Das ist so für mich die größte Bezahlung, wie soll man es nennen? Und ich bin einfach dem liebe Gott so unendlich dankbar, dass ich diesen Job machen darf. Für mich ist es ja gar kein Job, aber diese Arbeit für den liebe Gott mit der geistigen Welt. Es ist jeder Tag schön als Medium. Ich weiß, das klingt jetzt vielleicht so wie bei Rosamunde Pilcher, aber ihr wisst ja, ich bin noch tageweise in einem anderen Job tätig, den ich auch gern mache. Und trotzdem ist das meine Berufung und es ist keine Arbeit für mich. Deswegen, jedes Erlebnis, jeder Kontakt, jedes Reading, jedes Healing, es ist alles wunderschön. Deswegen kann ich das jetzt nicht spezifizieren. Ich kann nicht sagen, das war schöner. Alles war schön, weil jeder Mensch, der mir sein Vertrauen schenkt, das ist doch geil. Sorry. Also ich kann es wirklich nicht beantworten. Ich bin jetzt in mich gegangen. Es gab natürlich Highlights. Ja, also meine erste Live-Demo, die ich nie vergessen werde. Mein erster Jenseitskontakt außerhalb der Gruppe. Einige Jenseitskontakte, die natürlich schon hängen geblieben sind. Ja, aber mich hat alles berührt und es war alles wunderschön, egal wo ich hingehe, zu welchen Menschen. Ich bin einfach reich beschenkt und ich wäre schon wieder emotional. Mein Leben war, und jetzt will ich ja gar nicht in die Pinzer-Rolle, in der Kurpfalz heißt, was heißt ein Pinzer übersetzt, oh Gott, jammern. Jammern ist Pinzer, ich will gar nicht in die Jammern-Nummer. Aber mein Leben war nicht immer eitler Sonnenschein, ja, um Himmels Wille. Und deshalb, und ich habe beruflich ziemlich viel mitgemacht in meinem Leben. Und ich bin deswegen noch umso dankbarer, dass ich den Weg gehen darf. Dass die Menschen mir vertrauen, dass die geistige Welt so viel Vertrauen in mich hat. Und das mit in jeder Sitzung, und da muss ich jetzt dreimal auf Holz klopfen, ich habe es echt noch nie anders erlebt, in jeder Sitzung für die Menschen Heilung fließen durfte. Egal, ob es Aura-Reading war, egal, ob es Reading mit Gibi war, egal, ob es ein Jenseitskontakt war, egal, ob es ein Trance-Healing war, egal, ob ein Workshop stattfindet, wo die Menschen alle komplett in die Heilung springen. Zirkel und last but not least, meine Ausbildung, meine Schüler, die mir so vertrauen, die so schon nach dem ersten Modul in ihre Entwicklung förmlich gesprungen sind. Oh mein Gott, da kriege ich Gänsehaut am ganzen Körper. Also mit meinen Schülern ist es wirklich so, die erinnern mich an meinen kleinen Neffe, als der so 2-3 Jahre war, hatte die Angewohnheit gehabt, wenn wir irgendwo spazieren gegangen sind, der ist auf der Mauer hoch und ist einfach gesprungen. Der hat nur gerufen, Annette, und ist gesprungen. Und er wusste, ich fange ihn. Da kriege ich wieder Pipi in die Augen. Sorry, in dieser Krankheit bin ich gerade sehr emotional. Und dieses bedingungslose Vertrauen schenke mir gerade die Schüler. Also ich, liebe Karin, also merkst du, ich kann dir gar nicht sagen, weil alles das Schönste ist, was ich erleben darf. Mein Gott. Eine Frage geht noch, aber ich glaube, dann verlässt mich die Stimme, wie ihr hört. Die liebe Kiki hat mich noch gefragt, wie kann ich meine Schwingung erhöhen? Die Schwingung erhöht die geistige Welt. Das heißt, wenn wir im Sitting in the Power sind, die geistige Welt schwingt ja einfach höher und dann gleicht sie unsere Schwingungen an. Aber in dem Sinn, wie das ist so ESO-Geschwätz, wo da immer mal wieder rumkursiert, wir alle schwingen gleich, wir alle sind eins, es schwingt niemand höher und niemand niedriger. Es sind vielleicht manche Menschen in einem anderen Bewusstsein, ich würde es mal so ausdrücken, aber wenn du die Schwingung erhöhen willst, dann ist es wirklich Sitting in the Power und mit der Meditation kommst du in die Ruhe.
und mehr in deinem Bewusstsein und damit kann man es auch als Erhöhung. Genau. Die Sandra hat noch gefragt, warum man sich einen doofen Lebensplan aussucht, bevor man inkarniert. Das frage ich, gebe ich so oft, ob ich diesen Vertrag für dieses Leben wirklich unterschrieben habe. Ich bezweifle das immer. Ich sage immer, ich möchte umtauschen. Heute nicht mehr, aber früher. Ja, du hast dir das ausgesucht. Ja, du willst genau das, was du jetzt gerade lernst in deinem Leben lernen, was extrem wichtig ist für deine Mamaseele, also für den Seelekuchen, wo du herauskommst. Jeder deiner Schritte ist wichtig. Jeder Step ist wichtig für die Seele an Erfahrung, die man mitbringt. Ja, es ist uns nicht immer begreifbar, ob wir uns das wirklich alles so ausgesucht haben, aber nach 43 Jahren und ganz viel Rückschau, hellsichtig als Mensch, als Medium, macht alles seinen Sinn. Das sehe ich in jeder Sitzung, die ich geben darf. So, ihr Lieben, meine Stimme verlässt mich jetzt. Und ihr wisst, es gibt nichts Schlimmeres für mich. Oh mein Gott. Ihr Lieben, ich wünsche euch alle einen wunderschönen Samstag. Genießt das Wochenende. Genießt das Wochenende. Aktuell sind noch Plätze frei für die Pink-Peruanische Rauhnächte. Ich mache jetzt nochmal Werbung. Ich freue mich über jeden, der dabei ist. Es wird ein Fest, ehrlich. Ich habe so ein geiles Gefühl und Gibi freut sich so. Ja, ansonsten habt ein schönes Wochenende. Wir hören uns wieder. Und ganz wichtig, Sing Pink, eure Annette.